Demonstranten in Minneapolis in den USA haben am Sonntag an den in Polizeigewahrsam gestorbenen 46-jährigen Afroamerikaner George Floyd erinnert. Sie trugen eine Sargattrappe durch die Innenstadt. Am Montag beginnt im Bundesstaat Minnesota der Prozess gegen den mittlerweile entlassenen Polizisten Derek Chauvin, dem Mord zweiten Grades vorgeworfen wird, was etwa Totschlag in einem besonders schweren Fall entspricht. Darauf stehen in Minnesota bis zu 40 Jahre Haft. Im Mai 2020 hatte er Floyd bei einer Polizeikontrolle wegen Falschgelds 9 Minuten lang das Knie auf den Hals gedrückt. So zeigt es ein Video, das von einem Passanten aufgenommen wurde. Darauf ist auch zu hören, wie Floyd mehrfach sagt, dass er keine Luft bekomme. Wenig später wurde sein Tod festgestellt. Die Aufnahmen hatten weltweit für Entsetzen und überall in den USA für Proteste gegen Polizeigewalt gesorgt.